Hey Leute, Alex hier. Im heutigen Video geht es um 5 Dinge, die dir niemand erzählt, wenn es ums Gewicht verlieren, Körperfett reduzieren geht. In der Fitnessindustrie reden alle immer nur darüber, dass es dir, wenn du Körperfett verlierst, besser geht. Mental, körperlich, du wirst gesünder, dein Vitalitätslevel steigert sich. Aber es gibt auch einige Punkte, die sehr relevant zu wissen sind, über die halt fast keiner redet, weil diese Punkte eher negativ sind. Und um diese Punkte geht es heute, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Schau und hör dir alle 5 Punkte an und lass schon mal ein Like und ein Abo da. Let's go! Das heutige Video wird gesponsert von Neosubs. Dort kriegt ihr die besten Supplemente wie zum Beispiel Proteinpulver, Kreatin, Omega-3, Vitamin D3, aber auch Proteinriegel und vieles mehr. Mit Gutscheincode AlexG kriegt ihr dort immer den besten Rabatt. Link in der Beschreibung. Das erste, worüber wir reden sollten, ist Body Dysmorphia. Ihr habt den Begriff sicherlich schon mal gehört und vielleicht betrifft euch das auch selber. Man geht ja eigentlich davon aus, wie auch im Intro schon ganz kurz gesagt, wenn man abnimmt, wenn man Muskeln aufbaut, wenn man insgesamt einen athletischeren Körper bekommt, dass man zum einen fitter, vitaler wird, aber auch zum anderen glücklicher wird. Bis zu einem gewissen Grad ist dann natürlich zu 100% eine ganze Menge dran, sodass man sogar die Power, das Glücklicherwerden auch auf andere Lebensbereiche überträgt, weil man mehr Energie hat, weil man sich besser fühlt und deshalb auch auf der Arbeit, in der Beziehung, in Beziehungen insgesamt besser performt. Hier ist aber das Risiko, gerade für viele von euch, vielleicht betrifft es den einen oder anderen von euch, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Wenn man den ganzen Fitness-Krafttrainingspart, Sport sehr intensiv, sehr extrem macht, dann ist halt das Risiko, man hat irgendwann schon richtig viel Körperfett verloren, man hat schon mehr Muskulatur aufgebaut, man hat schon einen eigentlich, wenn man so mit der breiten Masse vergleicht, einen richtig guten Körper, aber man wird irgendwann nicht mehr zufrieden, beziehungsweise man möchte irgendwann immer mehr und mehr. Man hat schon sein Sixpack, ein Mann, männliches Beispiel jetzt, und will aber irgendwie, dass es noch besser definiert ist. Als Frau, man hat auch schon einen flachen Bauch und will aber, dass die Muskeln noch mehr rauskommen. Versteht mich nicht falsch, das ist gut, das ist cool, wenn ihr immer mehr wollt, wenn ihr mehr herausholen wollt. Aber die Riesengefahr hier, was halt auch das in dem Wort Body Dysmorphia, in diesem Begriff drinsteckt, ist, dass man halt nicht damit zufrieden ist. Egal, was man schon erreicht hat, egal, was für ein Level man hat und wo man noch hinkommen möchte, dass man sich immer eigentlich sagt, oh, ich bin mir selber nicht gut genug. Oder hey, also zu sich selber redend jetzt, ich will einfach noch mehr. Und das ist eine Falle, sag ich mal, in die man, wenn man halt mit Fitness irgendwann anfängt, mit dem Abnehmen, und es immer mehr wird, man mehr macht, man mehr Ergebnisse erzielt, in die leider sehr viele Menschen, tendenziell auch die jüngere Generation, hineintappt in diese Falle. Und da muss man aufpassen, dass man da den Blick nicht verliert, zu wissen, vielleicht zwischendurch mal rauszoomen aus seinem Kopf, weil das entsteht alles im Kopf natürlich, und mal rauszoomen und gucken, hey, was habe ich schon erreicht? Okay, hey, ich kann richtig stolz auf mich sein, ich kann richtig glücklich sein mit dem, was ich schon erreicht habe. Was ja nicht heißt, dass ihr dann nicht noch mehr rausholen könnt. Aber passt auf, dass ihr dann nicht in diesen Strudel an Unzufriedenheit durch die Ergebnisse, durch die Erfolge, durch das Extreme reinrutscht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in der Fitnessbranche extrem unterschätzt wird und den ihr immer im Hinterkopf behalten solltet und versuchen solltet, wenn ihr schon sagt, hey, das habe ich schon gewissermaßen, da halt so ein bisschen gegenzusteuern, indem ihr hier, wie eben gesagt, rausgeht, hochzoomt und vielleicht mal guckt, hey, ich habe eigentlich schon, nicht eigentlich, ich habe schon ganz schön viel geschafft, ich sollte mal mehr zufrieden mit mir sein und trotzdem kann ich noch ein bisschen mehr machen oder mehr rausholen. Der nächste Punkt, über den wir reden sollten, ist überschüssige Haut. Wenn du 20, 30, 40 Kilo abgenommen hast oder abnimmst, dann kommst du nicht drum herum, dann wird deine Haut mindestens ein bisschen danach hängen. Hängt natürlich auch davon ab, in welchem Zeitraum. Hast du in einem relativ kurzen Zeitraum sehr, 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 sehr viel Körperfett verloren, dann hängt die Haut eher. Und auch die Genetik hat hier einen großen Einfluss. Ganz wichtig, ich will euch hier gar keine Angst machen, dass ihr nicht abnehmen sollt. Bei den meisten ist die überschüssige Haut ja eher das Ästhetische, wo man sich unwohl fühlt, im Vergleich zu starkes Übergewicht, was gesundheitlich, Krankheiten, Risiken etc. natürlich das kleinere Problem sein sollte. Aber man sollte trotzdem das auf dem Zettel haben, denn das Schlimmste ist, ihr habt 30 Kilo abgenommen oder wollt 30 Kilo abnehmen, ist nur ein Beispiel, und dann habt ihr euer Ziel erreicht, flachen Bauch, Männer vielleicht Sixpack, und dann hängt die Haut extrem und ihr habt euch das gar nicht vorstellen können und seid dann richtig unzufrieden damit. Was nicht heißt, dass es cool ist, wenn ihr es habt, aber man sollte das von Anfang an auf dem Zettel haben. Plus, ihr könnt auch Sachen machen, beziehungsweise vor allem eine Sache, weshalb ich auch immer sage, beim Abnehmen Krafttraining, unter anderem auch deswegen, macht von Anfang an euer Krafttraining. Denn das Einzige, was einer überschüssigen Haut und ich sag mal einer strafferen Haut gegenwirkt,
ist halt Krafttraining, Muskulatur, Muskelaufbau. Und das ist auch einer der Gründe, warum man beim Abnehmen, bei dem Ziel des Abnehmprozesses, Krafttraining, Muskelaufbautraining von Anfang an schon mit fokussieren sollte. Ansonsten ist es leider so, dass viele nach einer starken Abnahme leider nicht um eine Operation, wenn es um das Ästhetische, um den Wohlfühlfaktor geht, nicht drumherum kommen. Wie gesagt, ich will dich damit gar nicht demotivieren. Wenn du starkes Übergewicht hast, fokussiere auf jeden Fall das Abnehmen. Das hat so viele Benefits, dass diese negativen Punkte, die sollen dich nicht demotivieren. Wie gesagt, du sollst die auf dem Zettel haben. Aber hier ist halt noch ein Grund, der dich vielleicht die auch eh ein bisschen Ruhe in deinen Kopf reinbringt. Gib dir ein bisschen mehr Zeit mit dem Abnehmen. Denn wenn du etwas langsamer abnimmst über die Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, wo du anfängst und wo du hin willst, dann hängt die Haut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viel überschüssige Haut hast, wesentlich geringer. Der nächste Punkt, über den wir reden sollten, ist ein viel zu niedriger Körperfettanteil. Und ich rede davon bei Männern 8% und weniger und bei Frauen 12% Körperfett und weniger. Das ist nämlich ein Körperfettbereich, wo man vielleicht denkt, oh, dann hat man ja die bestmögliche Definition und ist somit auch maximal gesund. Ist leider ein Irrglaube, falls es einer von euch noch so verbindet. Denn in einem extrem niedrigen Körperfettbereich ist euer Körper quasi in einem Überlebensmodus. Euer Körper ist nicht dafür gemacht, mit fast keinem Körperfett rumzurennen. Das macht sich dann daher oder in dem Sinne bemerkbar, dass ihr ein niedrigeres Energielevel habt, dass man mit sehr, sehr, sehr wenig Körperfett sehr anfällig für Krankheiten ist, weil das Immunsystem ganz anders arbeiten muss, der Körper insgesamt einem anderen Stresslevel, dem Überlebensmodus ausgesetzt ist, weil er kaum Nährstoffe hat, kaum Körperfett, kaum Reserven hat, mit denen er überleben kann. Und zwei Punkte müssen hier auch noch erwähnt werden. Das erste ist die Hormonproduktion bzw. der Hormonhaushalt. Wenn ihr euch in diesem niedrigen Bereich von Körperfett befindet, dann drehen eure Hormone quasi durch. Und je nachdem, ob ihr eine Frau oder ein Mann seid, hat das dementsprechend noch verschiedenste Auswirkungen auf sämtliche Funktionen eures Körpers. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und der letzte, meiner Meinung nach sehr wichtige Punkt, wenn es um diesen Körperfettbereich geht, ist, dass um überhaupt dahin zu kommen und diese Form mit so wenig Körperfett zu halten, das fordert extrem viel Arbeit, was Ernährung, Schlaf, Optimierung etc. angeht, dass es für die meisten von euch, von uns, gerade wenn man einen Alltag hat und kein Leistungsbodybuilder, Leistungssportler in diesem Bereich ist, dass die Relation zu Aufwand für diese paar Prozent weniger Körperfett das meistens sich einfach nicht lohnen. Und auch das sollte man vielleicht bei seiner Zielsetzung mit im Kopf behalten. Natürlich sind diese ganzen genannten Punkte, die Sachen, die passieren können, wenn man einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat, die treten natürlich mehr und extremer auf, desto geringer ihr im Körperfett unterwegs seid. Also wenn ihr so gerade eben bei den 8% seid und einer von euch sich denkt, oder also bei den Männern, bei den Frauen 12% und ihr sagt, ich habe da gar keine Probleme, okay, cool, dann wird es vielleicht erst sein, wenn du noch weiter mit dem Körperfett runtergehst. Um euch jetzt aber nochmal eine Zahl zu geben, was ist denn so der grüne Bereich von, ich sag mal, wenig Körperfett, wenn ihr das Ziel habt, wenig Körperfett zu erreichen, wo ihr aber das Risiko extrem minimiert, dass ihr einer dieser Faktoren relevant wird oder hervorsticht. Bei den Männern ist es 8-14% ist so der optimale grüne Bereich, was nicht heißt, dass ihr alle unter 14% Körperfett haben müsst, dass es das Ziel für jeden sein soll. Wichtig zu verstehen. Bei den Frauen wäre dieser grüne Bereich von wenig Körperfett 14-20% Körperfett. Und somit wisst ihr jetzt ein bisschen, vielleicht was eure Zielsetzung angeht, aber auch wo ihr hin wollt, was vielleicht für euch doch der bessere Weg, das bessere Ziel ist. Der nächste Punkt, wenn du immer mehr abnehmen möchtest oder noch mehr Muskulatur aufbauen möchtest, dass du irgendwann über die Trainingswochen, Monate, Jahre auch mehr machst. Mehr Training, anderes Training noch dazu, Cardio und Krafttraining, mehr Übungen, mehr Gas gibst im Training. Und dieses mehr in Kombination auf die Wochen, Monate, Jahre gesehen mit vielleicht fehlendem Warm-up, mit vielleicht falscher oder nicht optimaler Technik und auch vielleicht mit einseitigem Training sorgt definitiv dafür, dass du verletzungsanfälliger bist. Ist ja auch klar, deine Muskeln, deine Sehnen haben irgendwann dann auch weniger Regeneration und dann bist du halt verletzungsanfälliger für so Klassiker im Fitnessstudio, die der eine oder andere von euch bestimmt schon mal hatte oder mindestens eine Person kennt, und zwar so ein klassischer Tennisarm oder allgemein eine Sehnenentzündung von Übertraining, weil man einfach immer mehr und mehr und mehr macht. Oder aber klassisches Männerbeispiel, dass man nach Jahren Kraft- und Fitnesstraining Schulterprobleme hat. Man muss die noch mehr warm machen. Man sagt es immer, man sagt, oh, meine Schulter tut echt weh. Ich habe immer so viel Gas gegeben. Ja klar, du hast aber vor allem auch, warum das der Grund ist, verletzungsanfälliger,
Technik war wahrscheinlich nicht optimal, vielleicht hat das Warm-up manchmal gefehlt oder vielleicht war das Training auch über den Zeitraum zu einseitig. Und ich will euch mit diesem Punkt hier einfach nur deutlich machen, dass ihr die Regeneration nicht unterschätzen solltet auf eurem Weg, plus auch Technik, Warm-up nicht unterschätzen solltet, plus auch Technik, Warm-up, weil wenn ihr fitter seid und mehr Muskulatur habt, dann sieht ein Training bei euch auch ganz, ganz anders aus. Von der Trainingsintensität an sich, ohne dass ihr schon mehr Trainingstage habt, als es vielleicht mal der Fall war, als ihr noch nicht so fit wart. Und deswegen unterschätzt diese Faktor nicht, denn ihr wollt nicht verletzungsanfälliger sein oder euch verletzen, mittel-langfristig durch Kraft-Fitness-Training. Der nächste Punkt, über den kaum geredet wird, gerade wenn es ums Thema Abnehmen geht, ist, dass die Mikronährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine genauso wichtig sind wie die Makronährstoffe. Aber alle reden nur über die Makronährstoffe. Das sind die Kohlenhydrate, Fette und die Proteine. Und alle reden beim Abnehmen nur über Kalorien, insgesamt über das Kaloriendefizit. Das sind auch alles die wichtigen, entscheidenden Sachen. Proteine, damit ihr länger gesättigt seid, die Kohlenhydrate für die Energie, die Fette für die Gesundheit etc. Und auch was die Kalorien angeht, um letztendlich das Ergebnis des Abnehmens mindestens kurzfristig zu erreichen. Aber Vitamine und Mineralstoffe bleiben bei vielen deshalb extrem auf der Strecke. Vor allem bei Menschen, die abnehmen wollen, weil man immer nur guckt, hey, ich muss weniger Kalorien zu mir nehmen. Und man dann manchmal vergisst, sein Gemüse, sein Obst zu sich zu nehmen, weil auch da achtet man mehr nur auf die Kalorien. Anstatt zu gucken, was hat dieses Lebensmittel oder dieses Obst, dieses Gemüse vielleicht sonst noch für positive Effekte für mich und meinen Körper. Deswegen achtet dann nicht immer nur auf die Sachen, die alle im Abnehmen drauf achten, sondern behaltet auch bitte im Hinterkopf, dass Vitamine, Mineralstoffe für eure Gesundheit wichtig sind. Und ihr habt ja nicht nur das Ziel, ich sag mal kurzfristig fit und sexy zu werden, fit und sexy auszusehen, sondern auch langfristig fit und sexy zu bleiben. Und dafür ist es wichtig, dass ihr auf eure Vitamine achtet, eure Vitamine fokussiert und nicht, wie viele das machen, nur über Supplemente die Vitamine ausgleichen wollen. Ja, Nahrungsergänzungsmittel sind super, kurzer Ausreißer hier, aber damit solltet ihr nur Defizite oder Mängel ausgleichen, die ihr mit der Ernährung nicht reinkriegt und nicht, ich achte nur auf die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette und die Vitamine hole ich dann einfach alle über die Supplemente rein. So sollte das nicht funktionieren, beziehungsweise so solltest du das nicht fokussieren. Stattdessen sollte man auch von Anfang an auf seiner Abnehmreise, egal welches Fitnessziel, fokussieren, dass man Sachen wie ein Green Smoothie als Standard mit dabei hat. Ist nur so ein Beispiel. Also, dass ihr genauso eure Routine und Gewohnheiten aufbaut, mit denen ihr fokussiert eure Vitamine immer reinbekommt, weil euer Körper insgesamt viel besser funktioniert, langfristiger, wenn ihr genug Vitamine zu euch nimmt, genug Mineralstoffe konsumiert. Also Leute, das war's mit den 5 Punkten, die ihr alle auf dem Zettel haben solltet. Und trotzdem ist mir nochmal wichtig, am Ende zu sagen, ich will euch damit nicht demotivieren, wenn ihr gerade, ich sag mal, starkes Übergewicht habt oder abnehmen wolltet, dann macht das. Die positiven Effekte sind bis zu diesen Punkten, wenn man auch auf gewisse Sachen einfach achtet, was ihr jetzt durch das Video wisst, sind größer. Und so, dass ihr das auf jeden Fall angehen, machen solltet. In diesem Sinne, ich hoffe trotzdem, es hat dir gefallen. Du konntest was mitnehmen. Lass ein Like und ein Abo da, wenn du das noch immer nicht getan hast. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video.